Yo, was geht, Freds? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, ja? Wir reagieren nach lange mal wieder auf ein neues Video von Nick Hein, ja? Böse Überraschung, es könnte jeder sein. Also, let's go. Hallo? Hallo? Warte, ich kann aber sagen, ich bin 16. Ich bin aber 13. Den kennt man auf jeden Fall, der macht diese Frauenstimme bei Base Chat. Bitte? Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall irgendjemanden bei Base Chat gepackt haben. Und der hat sich als, wie der gerade gesagt hat, 16-Jährige ausgegeben. Und dann kam es bestimmt zum Treffen. Bin ich mal gespannt. Warum kommt ihr nicht zu mir? Was heißt mehr? Was heißt mehr? Ja, ich Boah. Digga, was würdest du tun, wenn der Täter ein Bekannter wäre? Krass. Digga, also auf Basechat und diese ganzen anderen, Bruder, ist sowieso alles absolut ekelhaft, Digga. Nur komische Leute da und es geht nur um das eine und also, es ist auf jeden Fall schon klar, man braucht sich nicht so wundern, was hierbei rauskommen wird bei den Leuten auf Basechat. Jeder könnte es sein, deswegen. Also Lava, okay, ein Influencer oder was? Die Wahrheit ist immer schrecklicher, als man denkt. 1 zu 1, es passt alles zusammen. Wir haben jetzt die Adresse geprüft. Unnormal. Ja. Walla Billa, warum sieht Nick Hein wie ein Opa aus, wie ein Schauspieloper, der sich verkleidet hat? Walla Billa, was war das für ein. Wie sieht der aus, La? Warum sieht der aus wie Sherlock Holmes, Digga? Walla, hä? Ja. Die Wahrheit ist immer schrecklicher, als man denkt. Wir müssen uns zusammenreißen. Die Emotionen sind hoch. Ismail, warum wieso redet er nicht mit dem? Ismail, du bist vorbeigegangen. Du Ismail, du bist vorbeigegangen. Krass. Boah, Leute, ich merke gerade, wie Harmonie reinkickt, Digga. Boah, ich werde richtig benebelt und werde richtig gechillt. Wallah, wenn ich irgendwann einnicke, wundert euch nicht. Hast du gesehen, was er gemacht hat bei FaceTime? Ja, da war zensiert. Keine Ahnung. Ich bin Deutsche. Oh, schön. Ich bin auch Deutsch. Also meine Mama ist Polin und mein Papa ist Deutsch. Das ist Nadim. Nadim hat das Talent, eine sehr überzeugende Mädchenstimme zu imitieren. Das macht er regelmäßig auf Basechat und produziert lustige Videos. A-L-M-E. Ja. Y und dann eine Rose. Und wir haben uns gefragt, wie skrupellos Männer auf Basechat sind, wenn sie erfahren, dass sie mit einem Kind verbunden worden sind. Also haben wir Nadim für dieses vermeintlich lustige Video eingeladen. Doch dann kam alles anders als gedacht. Okay, jetzt. Ready? Hallo? Hallo? Sie, so weiß weder er noch die andere Person, mit wem sie gleich sprechen werden. Hallo? Hey, Baby. Hey. Hi. Hey, Baby. Hey, wie ekelhaft willst du sein? Er, hey, Baby. Hi. Hey. Hi. 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 Alles klar bei euch? Ja, bei dir? Bist du auch alleine? Nee, ich bin mit einer Freundin. Gleich eine Freundin. Warte mal, Hint. Hanna. Sorry. Bro, du kannst doch einfach irgendeinen Namen sagen, ist doch voll egal. Mal bitte kurz rausgehen. 4. Hanna. 3. Also, Hanna. 2. Hanna, 1. Geht so, kommt drauf an. Ich habe immer gesagt, wenn ich 18 werde, dann werde ich auf jeden Fall das mal sehen. Wie alt bist du? Also, ich bin 13. Halt's Maul. Ich bin wirklich 13. Warum glaubt mir das niemand? Check keine Scheiße. Wie weit da? Ich. Hört ihr mich? Ist dein Ernst? Ja, ich bin wirklich 13. Und meine Freundin ist 12. Ja, ich bin 12. Bro, dass er immer noch nicht aufgelegt hat. Ja, ich wollte schon sagen, Alter. Hallo? Hallo? Hallo, wie geht's? Gut, danke schön. Wie geht's dir?
Hallo? Wie geht's hier? Gut, wie geht's dir? Was ist das? Ja, auf einmal auch so, derselbe. Hallo? Aha, das ist der Übeltäter. Warum das denn? Warum? Du solltest im Callcenter arbeiten. Ich höre das so oft, ne? Wo kommst du? Ich bin 13. Du? Wie alt? 13. Ich bin wirklich 13. Ich komme aus Köln, du? Ich komme auch aus Köln. Walla billa, ich wollte gerade sagen, das ist jemand aus dem Umkreis von hier. Weil er gesagt hat, boah, wie du lügst. Das ist schon hier unser Slang, boah, wie du lügst. Ich benutze das selber nicht so krass, aber ich höre das bei vielen. Walla billa, ich wollte sagen, der ist hier aus dem Umkreis. Ich wollte erstmal hören, was er sagt, woher der kommt. Einfach nur an der Aussage, dieses boah, wie du lügst mit dem, bei diesem Alter. Krass. Ach, krass. Wie groß bist du? Aber ich bin 1,62. Okay. Und du? Und was ist deine Lieblingsstellung? Ich bin 1,58. Krass, Digga. Da war ich, da ist ein 13-Jähriger dran und der sagt, was ist deine Lieblingsstellung? Krass, Digga. Meine Lieblingsstellung? Was meinst du mit Stellung? Da, also ich sag dir ganz ehrlich, weiß ich noch gar nicht. Also weiß ich gar nicht. Ich, also meine Freundin ist ein bisschen älter, die hat mir davon erzählt, aber ich selber noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe noch gar nicht so viel, also ich habe noch keine Erfahrung gemacht, ganz ehrlich. Ich bin mit meiner Freundin, wir haben heute einen Filmabend gemacht, oder? Hallo! Ja, wir haben heute Filmabend gemacht. Du kannst auch mal sagen, wer du bist. Hallo, ich bin Hanna, ich bin 12. Und deine Freundin Hanna hat mich schon... Ich krieg Aggression von diesem Huch. Ich krieg richtige Aggression gerade. Meine Freundin ist jünger als ich. Ja, aber du hast gesagt, dein Freund hat... Nein, nicht sie. Nein, nicht sie. Das war doch nicht ich. Okay, ich gebe dir meine Nummer, schick mir ein Foto. Ich kann dir ein Foto schicken. Ich schicke dir mal auf WhatsApp. Okay, schick mir ein Foto, wo du einen Finger hochhältst. Ich kann dir sogar, wo ich 10 Finger hochhalte, aber nein, mache ich. Warte kurz. Kannst du ein, zwei Mal aufnehmen? Ein oder wie? Warte, ich mache ein Selfie. Ich hab dir auf WhatsApp geschickt. Wann habe ich Geburtstag? 2011. Boah, sehr wichtig, dass du das den Jahrgang weißt. Sehr wichtig. 10. Februar. Ich hab dir gesagt. Ich sagte ganz ehrlich, wir haben nichts vor. Also dieser elende Dreckige, der zieht es wirklich in Erwägung, sich mit einer 13- und 12-Jährigen zu treffen. Hey Bruder. Wallah, ich hoffe, es kommt raus, wer dieser Typ ist, wer dahinter steckt. Dass die haben ja gesagt, den kennt man. Also wir gucken einen Film, wir haben endlich sturmfrei. Soll er uns abholen? Nee, Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden mitfahren. Wie, der kann doch... Nee, der soll lieber zu uns kommen. Wir haben doch sturmfrei. Oder du kommst hierhin, du kannst ja einfach hier sitzen. Und der soll hier hinkommen? Also direkt Köln-Worring. Straße. Und was machen wir, wenn ich komme? Warte. Können
keine Ahnung. Wir können einen Film gucken. Genau. Ich habe sogar, wie heißt das, Netflix. Okay. Und warum habt ihr gerade Angst? Vor wem sollen wir Angst haben? Ja. Ich komme von da an. Hä? Und dann? Was sollst du dann machen? Außerdem gucken wir einen Film. Was heißt mehr? Verstehe ich jetzt auch nicht. Was meinst du mit mehr? Ja, boah. Also ich hab das noch nicht so gemacht. Aber Digga, der Typ, der ist volljährig. Ich habe jetzt das Alter nicht rausgehört. Da haben wir das 20, 25, keine Ahnung. 13 und 12 Jahre. 13 und 12 Jahre. Und der will mit denen... HS ist das. Ein HS ist das. Wallah, der muss in Gefängnis. Der muss bei sowas erwischt werden. Wallah, Billah, der muss in Habs. Der muss von richtig vielen Kennex einmal auf der Straße, die müssen den packen. Die müssen einmal den richtig bearbeiten, Wallah. Und dann noch in den Knast rein. Ich würde einfach sagen, wir gucken einen Film. Es ist schon gespenstig, dass der Typ einfach unverfroren ausspricht, was er vorhat. An dieser Stelle haben Nadim und Hannah die schwierige Aufgabe, das Angebot zwar abzulehnen und den Mann aber trotzdem dann zu einem Treffen zu bewegen. Leider passiert es immer wieder, dass naive Jungs und Mädchen von so roten Flaggen nicht abgeschreckt und am Ende zu Opfern werden. Deswegen müssen Nadim und Hannah trotz der offensichtlichen Absicht des Täters mitspielen und die eigentliche Gefahr naiv ignorieren. Ich schicke dir die Adresse jetzt. Wallah, Chat, guck mal, ich kann das verstehen, wenn so Jungs sich nicht unter Kontrolle haben und ne, so und sagen wir mal, die ist 18, 17. Sagen wir mal, so, die ist 17, wird noch 18, ich kann das voll verstehen so. Die sind schon fast 18, vielleicht sehen die älter aus, sind reifer, hatten schon was mit Jungs und wenn die sich treffen, ich kann das noch so, weißt du, aber 13, 12, was musst du für ein absoluter HS sein, so ein richtiger, dreckiger, dass man sowas in Erwägung zieht, Digga. 13, 12. Bis gleich. Tschüssi. Vorbei. Das Ganze hat nur 20 Minuten gedauert, bis wir auf BaseChat an einen Mann geraten sind, der sich mit zwei Kindern treffen möchte, um wer weiß was zu tun. BaseChat ist eine öffentlich zugängliche Chatplattform. Jeder kann sich dort einwählen. Sicherheitsmaßnahmen sind minimal. Der Täter wird langsam aufdringlich. Er hat ein Bild von Hannah gesehen, aber jetzt will er auch eins vom anderen Mädchen. Das Team muss improvisieren, da er immer wieder per Videocall anruft. Okay, sagen die ist nach der Dusche. Der will Alkohol für eine 12-Jährige mitbringen, ich fass es nicht. Aber man sagt ihm einfach, er soll kommen und er soll die Sprite mitbringen. Ich mach mal deine Hosen. Dreckiger, ekelhafter, der weiß ganz genau, okay, ich muss aufpassen, vielleicht werde ich verarschen, derjenige,
der will sich einfach sicher sein, ne, und sicher gehen, dass da wirklich zwei Mädels sind, die Sturmfeuer haben. Und der hofft darauf, dass da wirklich eine 12- und 13-Jährige ist, die kein Fake sind, damit er hingehen kann und seinen Spaß haben kann. Du elender Dreckiger, Alter. Der Täter hat sich entblößt vor den beiden vermeintlichen Kindern und macht das Undenkbare, scham- und skrupellos. Du laberst Scheiße. Nadim und Hannah sind überfordert, das Team weist die beiden an, den Anruf abzubrechen. Als Ismael die Stimme hörte, hatte er bereits einen unangenehmen Verdacht. Der Videocall hat aber seine schlimmste Befürchtung bestätigt. Der Mann, der sich eben noch vor einem Kind entblößt hat, ist ein Bekannter von ihm. Und 1:1, das passt alles zusammen. Wir haben jetzt die Adresse geprüft, das ist auch dabei. Er sieht 1:1 aus wie er, also es kann ja kein... Ach, kein bekannter Influencer, es ist ein Bekannter von ihm, den er kennt, okay. Sein, das, muss jetzt das heißt, du hast ihn da, du kennst ihn. Ja, ich bin zufällig beim kennengelernt. Über wen redest du gerade? Über diesen ja, aus Köln. Das? Der gerade mit über Basechat. Der Basechat gerade sein Schwab. Das ist der, den ich kennengelernt. Ich sag dir ehrlich, bei bekannten Influencer, ich hatte gerade einen Namen im Kopf. Ich glaube, ihr auch. Aber okay, also doch kein Influencer. Da muss ich nicht. Ja, ich habe den vor zufällig habe ich den kennengelernt. Wir haben ein bisschen gequatscht, er saß und danach hat er mir erzählt, dass er neu und ja, das ist mir gerade geprüft haben, das ist da 1:1 habe ich den auch erkannt, das ist er, den habe ich vor kurzem kennengelernt, ganz zufällig, 2-3 Mal haben wir uns gesehen. Wenn du jetzt weißt, dass das so einer ist, dass einer ist, mit dem du dich unterhalten hast, du bist ja wirklich aufgedreht, ja. Genau, Mann. Ja. Ich bin gerade schockiert, Nick, wirklich. Ich hätte das null von ihm gerechnet, null von ihm erwartet. Ja. Okay, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Ne? Ob der herkommt oder ob er den Besucher stand. Der hat eben auch, wie gesagt, der weiß, dass es der 12-Jährige oder 13-Jährige ist. Der hat zweimal schon seit Zeit einmal geschickt, einmal hat das im Bad gemacht. Ja. Was sagst du zu den Leuten, die sagen, dass das alles Fake ist? Das ist 100% Fake. Wer sagt, okay, du musst und alle machen das durch diese Gefühle? Also, wer sagt, dass es Fake ist? Der kennt die Realität nicht, die Realität ist. Es könnte jeder sein, es könnte jemand sein, mit dem ihr zusammen euch unterhalten habt. Mit diesem Typen. Wir haben gequatscht. Wir haben über alles, Gott und die Welt geredet, nette Gespräche geführt, aber am Ende kommt jetzt sowas raus. Also, jeder könnte es sein, deswegen, die Wahrheit ist immer schrecklicher, als man denkt. Auch wenn der Schock noch tief sitzt, ist die Zeit gekommen, um zu handeln. Eigentlich war die Konfrontation für Köln geplant. Ein 10-köpfiges Team und das gesamte Equipment befinden sich dort. Aber da der Täter sich bereits strafbar gemacht hat und die Mädchen jetzt immer wieder drängt, zu ihm zu kommen, beschließen wir, von unserem festen Plan abzuweichen und die gesamte Crew samt Equipment rüber zu schaffen. Wir haben weder einen richtigen Plan, noch eine Garantie, dass er auftaucht. Der Großteil des Teams kennt sich dort nicht mal aus und zu allem Überfluss haben wir gerade mal eine Stunde Zeit. Aber wir wären nicht die Einhorn-Crew, wenn wir uns von solchen Kleinigkeiten abhalten ließen. Also während das Team in Köln das Equipment packt, fahren Attila, Ismail und Steven zum Wohnort von dem Typen, um die Lage vor Ort und die Umstände für die Konfrontation zu checken. Der Mann hat die Mädels gedrängt, sich ein Taxi zu nehmen, mit dem Versprechen, dieses zu bezahlen und hat dann auch noch tatsächlich seine Adresse gesagt. Mittlerweile scheint er derart selbstsicher, dass er denkt, in seiner Gegend alle Fäden in der Hand zu haben. Doch die Kavallerie ist bereits auf dem Weg zu ihm. Kann ich ihn auch so anrufen? Während das Team zum Einsatzort fährt, will der Mann kontrollieren, ob die Mädchen wirklich im Taxi sitzen. Das Team muss wieder improvisieren. Oder nur WhatsApp. Du kannst ihn auch so anrufen. Okay. Aber du brauchst mobile Daten, also Hotspot, ne? Also kann ich ihn nur über WhatsApp anrufen? Ja, mit Hotspot. Ja, wir sind im Taxi. Ja, wenn ich jetzt drauf gucke, wir sind jetzt hier, das sagt ungefähr so 10 nach 11 ungefähr.
So um 11.08 Uhr, 11.05 Uhr so. 11.08 Uhr? Ja, da braucht eine halbe Stunde, haben Sie gesagt. Hey, jetzt um die Uhrzeit dürfte man eigentlich gut durchkommen. Ich würde sagen, so 40 Minuten ungefähr. Hast du gehört? Ja, wie viele Kilometer sind das dann? Wie viele Kilometer sind das? 58 von hier. Was kostet das? Ja, müssen wir gucken. Wenn wir jetzt durchkommen, sind wir so bei, ich würde sagen, so, ja, so 60, 70 Euro ungefähr. Okay, aber du zahlst es, ne? Ja, das ist hier keine Wohnfahrt. Das ist Taxifahrt, wie der Kölner so schön sagt. Digga, denkt der Typ sich nicht irgendwie, Alter, da kommen zwei kleine Kinder mit dem Taxi zu mir, was soll der Taxifahrer von mir denken? Hat er da gar keine Bedenken oder Angst? Das Team hat sich an einem abgelegenen Parkplatz getroffen. Bevor der endgültige Plan mitgeteilt wird, lassen wir uns die Erkenntnisse des Ops-Teams zeigen. Alle sind offensichtlich angespannt, da wir schnell präzise Entscheidungen treffen müssen, von denen der Erfolg und die Sicherheit Hannas abhängt. Wenn der Täter nur einmal aus dem Fenster guckt und ihm auch nur eine Sache verdächtig vorkommt, ist alles vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Was ist jetzt an, um zu entscheiden, was wir wo machen? So, wir sind am Einsatzort. Hier links haben wir einen Parkplatz. Warte, aber ich sehe gar nichts. Hier links haben wir einen kleinen Parkplatz. Der ist auch beleuchtet. Ja. Und wir haben hier eine Bushaltestelle. Und die Bushaltestelle, das ist ein guter Aufhänger, um zu sagen, das Taxi hat mich hier, genauso wie ich gesagt habe, rausgelassen. Ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle. Er wird sagen, ja, easy. Warte, ganz kurz, können wir nicht hier ein Auto hinstellen und von dem Auto aus filmen? Natürlich. Und das zweite Auto steht hier auf dem Parkplatz. Sie wird... Auf welchem? Zeig mal drauf. Hier. Ja, okay. Hier auf dem Parkplatz. Sie wird in dieser Bushaltestelle sitzen. Wir stellen uns dahin und filmen von da. Sie wartet hier an dieser Bushaltestelle. Ein weiteres Fahrzeug steht da. Ein weiterer Passant steht hier irgendwo in der Nähe. Hier hast du eine Parkbank, kann hier sitzen und telefonieren. Einer von uns, undercover. Und ein weiterer kann auch hier auf dem Parkplatz rumlaufen. Ja. Okay? So, das heißt, wir haben zwei zu Fuß, zwei Fahrzeuge und Sie. Guck mal, wir machen gleich Folgendes. Wir teilen ja bei dir... Zusammengefasst ist das der Plan. Hannah wird an dieser Haltestelle warten und den Mann anrufen. Sie wird ihm mitteilen, dass Nadia mit dem Taxifahrer erstmal weiter zu einer Bank gefahren sind, weil Nadia schon mal bezahlen musste, aber ihre Karte nicht funktionierte. Der Mann wird Hannah wahrscheinlich auffordern, allein in seine Wohnung zu kommen. Aber sie soll ihn überreden, rauszukommen und ihn abzuholen. Ismael soll den Täter mit... Sag mir nicht, der Mann sieht genau so aus und die haben den extra so nachgemacht. Geil. Zainal als erstes ansprechen. Er soll ihn bewusst in ein etwas unangenehmes Gespräch verwickeln und ihn fragen, wer Hannah ist. Das soll dem Täter schon mal einen kleinen Schock verpassen. Dann werden Nadim und Attila ihm den Weg abschneiden. Und boah, wie geil! Unter einem Vorwand wird Hannah zu Attila laufen, da sie ihn angeblich erkannt hat und nach einem Foto fragen. Dort soll Attila den Täter dann anschließend ruhig ansprechen und die Falle zuschnappen lassen. Ein ziemlich gewagter Plan, da Ismael offensichtlich emotional involviert ist, der Täter sich hier bestens auskennt und wir nicht wirklich viel Zeit hatten, um den Plan einzustudieren. Aber momentan scheint dies immer noch die beste Option. Ich habe in meinem Leben schon viele unterschiedliche Formen von Aufregung erlebt. Und die nächsten Minuten geben ein gutes Bild von dem wieder, was das Team kurz vor einem Treffen mit dem Täter empfindet. Wenn ihr in die Gesichter seht oder die Stimmen aus der Konferenz hört, wisst ihr genau, was ich meine. Aber eines kann ich sagen, wenn man sich nochmal vorstellt, was der Mann wirklich vorhat und wir gerade dabei sind, ihn massiv in eine Falle tappen zu lassen, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität der Aufregung. Glaubt mir. Wir sind hier, genau. Und das ist die Bushaltestelle. Hier hinter den Weißen, hier hinter den
einser Gedanke, dass der Typ 11, 12 Uhr Mitternacht zwei kleine Mädchen zu sich lockt, draußen, gefährlich, ne? Da ist er, das ist er. Meine Freundin ist noch bei der Bank, weil wir konnten das Taxi nicht bezahlen und ja, da hat unsere Karte wurde da nicht akzeptiert und deswegen ist sie jetzt zur Bank gegangen, aber der Taxifahrer, ja, der hat so gesagt, wir müssen sofort irgendwie, ja, das bezahlen und dann waren wir total überfordert und dann haben wir gesagt, okay, gut. Ismael soll da jetzt hinkommen. Ismael, du musst da jetzt hin. Boah, ich bin gespannt. Was denn? Warum? Was ist mit Ismael? Warum redet er nicht mit dem? Ismael, du bist vorbeigegangen. Ismael, du bist. Verstehe ich auch nicht. Vorbeigegangen. Ismael hält sich leider nicht an den Plan und lässt zu früh vom Täter ab. Seine Wut übernimmt die Kontrolle. Idiot! Wie sie. Was? Hanna und der Täter sind schon nahe der Wohnung, als Attila ihnen den Weg abschneidet. Ich glaube, das ist mal jetzt. Weiter vorne schmeißt sich Steven dem Mann entschlossen in den Weg und es entsteht ein kleines Handgemenge. Dadurch bemerkt der Täter aber nicht, dass er bereits von den anderen Teammitgliedern umzingelt wird. Oh, die haben den Jungen, ich dachte, der haut ab. Bruder, ich koche! Hey, die sind schon alle da, die sind schon alle da mit Kamera. Wollt ihr denn wieder besser? Hat sie dir nicht gespielt? Doch, jetzt gesagt. Die ist 12. Muss das nochmal? Ja, ich denke drauf. Ja, ich denke drauf. Okay, geht's schon los. Ha?
Ja. Stopp, stopp, stopp. Ja, okay. Und ja. So. Ich komme gerade darauf nicht klar, ne? Ich komme gerade darauf nicht klar. Was hast du denn hier vorgehabt? Nichts. Nichts, nein. Und das Bild, das du den kleinen Mädchen geschickt hast? Dass es ihm keine eine gibt, Bruder, dass sie so ruhig bleiben. Wallah, Billa, dass es ihm keine ein Ding gibt, dass der umfällt. Das Bild auf der Toilette, was war damit? Was denn? Was hast du geschickt? Einer Zwölfjährigen? Was glaubst du, was deine Familie sagen würde, wenn die raus... Totschlagen. Die würden dich totschlagen. Hast du das? Ja. Wie alt war sie, hat sie gesagt? 12. Du hast mit einer 12-Jährigen gefacetimed und hast dann dein Ding rausgeholt und hast angefangen, dir einen Futter zu holen? Warum? Kann ich nicht, ja, weiß ich nicht. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich würde den auf 30 schätzen. Wenn jemand dir sagen würde, guck mal, ich kenne einen, der wollte zwei 12-Jährige. Was würdest du mit dem machen? Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Vielleicht jemand aus deiner Familie, deine Nichten vielleicht. Ne? Was würdest du reagieren, wenn deine Nichte, wenn irgendein Typ deiner Nichte sagen würde, ich will dich weiß nicht. Weißt du nicht? Du sagen, sei ja, doch mal ein Mann, sag doch mal die Wahrheit. Hey, wie du weißt nicht, ja? Wie du weißt nicht, guck mich mal an, wie du weißt nicht. Du weißt nicht? Du willst mir sagen, du weißt nicht, was du machen würdest? Wenn ein kleines Kind von der, komm schon, wenn ein kleines Kind von deiner Familie so ein Treffen stattfinden würde? Du weißt nicht, was willst du verarschen? Ich hab mal, hast kein bisschen okay, Ehre? Okay. Komm, Ismail, ein bisschen runterkommen. Guck mal, ne? Wenn du dich heute mit einem echten Kind getroffen hättest, was... Boah, Ismail ist sauer, Alter. Geil, Junge, geil. Was wäre passiert? Du bist immerhin hier rausgekommen, ja? Du hättest sie jetzt mit da reingenommen. Ehrlich, ne? Das ist... Du warst wirklich... Das war ekelhaft. Ich hoffe, du schämst dich auch. Weißt du, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich das... Ist das der, den... Ja, das den, ist dieser. Okay, also, beruhig dich, ja? Pass auf. Ich habe eine Frage an dich. Okay, also ganz gut. Ja. Kennt ihr beiden euch? Ja. Habt ihr euch gesehen, wa? Mhm. Wo habt ihr euch gesehen? Was habt ihr da gemacht? Reden. Nein, aber wo, an welche Monat haben wir denn? Ja, aber warum? Aber ihr braucht mir kein Date. Ich hab schon Date. Ich schäme mich. Ihr braucht das nicht noch weiter. An Ramadan haben die Unterhaltung geführt und das wahrscheinlich an der Moschee, so wie ich es verstanden habe. Was laberst du da, Bruder? Was laberst du da? Reinzugehen auf die Rolle. Das müssen wir noch tiefer machen. Ich weiß nicht, ich habe mich selbst reflektiert. Hallo, hörst du? Das müssen wir machen. Du wolltest dich mit einer 12-Jährigen treffen. Okay. Du hast ein Was wolltest du mit der machen? Wird sie weißt du doch nicht, was das gesehen? Ist egal. Wie weißt du nicht, ja? Du hast es. Ja, hat er. Ehrlich gesagt, hast du es ihm sogar direkt gezeigt. Du wusstest das noch nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, Nadim hätte genau in diesem Moment wieder seine Stimme verstellt. Weißt du doch nicht, was das gesehen? Ja, und besonders beeindruckend war das kurze Ding nicht. Oh! Ist egal, wir haben genug gesehen. Wie soll er sich vor Gott rechtfertigen? Guck mal, diese Menschen haben viel mehr Schiss vor anderen Menschen als vor Gott. Soll ich sagen, warum? Die denken gar nicht so weit. Die denken gar nicht so, was im Nachhinein alles passieren wird. Ich werde zur Rechenschaft gezogen und. Die haben einfach nur Angst, okay? Die Leute um mich herum, Bruder, die reden über Ramadan, Fastenmonat, die haben da Deep Talks vielleicht geschoben, dies, das, Bruder. Er macht sich da einen auf so, Bruder, ich bin gut, dies und das. Er will bei den Menschen gut sein, weißt du? Er hat Angst, was sie über ihn denken. Aber dann, wenn er allein ist, wenn Allah ihn sieht und hört, dann ist es egal, Bruder. Dann ist es egal. So, dann macht er alles. Weil ihm ist es wichtiger, was die Menschen über ihn denken. Keine Angst vor Allah. Er hat Angst vor den Menschen und schämt sich vor den Menschen. Ich kann dir vorspielen, was du gesagt hast. Du hast es gesagt. Es gibt eine schöne Geschichte, dass ein Mensch, das kann man mit so einem Ekelhaften nicht vergleichen, aber man kann das so ein bisschen hier so mit einbauen, weil das passend ist. Es gibt einen Menschen,
Er war bei den Menschen wirklich sehr angesehen, hat nur gute Taten vollrichtet, sehr schöne Sachen gemacht und, und. Und am jüngsten Tag, er wird ins Höllenfeuer kommen. Er wird bestraft, seine Taten werden nicht angenommen. Und die Leute werden schockiert sein, die um ihn herum waren. Warum? Er war doch so ein Guter, so, so, so. Und dann wird es heißen, er hatte mehr Angst vor den Menschen als vor Allah. Er war bei diesen Menschen immer, hat sich geschämt, Fehler zu machen, musste sich gut geben. Wenn er aber alleine war, gesündigt, Scheiße gebaut, hatte keine Angst mehr vor Allah. Genauso ist das. Genauso ist das. Die Leute wollen heutzutage mehr Anerkennung von den Menschen als von Allah. Die wollen in den Augen von den Menschen besser dastehen als wie vor Allah. Diese Menschen spenden, tun Gutes, fasten, beten mittlerweile, all diese wichtigen Dinge tun die nur noch für die Anerkennung, für die Augen der Menschen. Was dir aber rein gar nichts bringt. Dieses, oh, mashallah, guck mal, wie gut er ist. Diese Worte bringen dir nichts, Bruder. Diese Worte, die bringen dich einfach nur ins Verderben. Hm. Guck mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wir sind die, ich weiß, nein, wir werden das nicht, wir werden nicht. Guck, pass auf. Wir werden das jetzt wie folgt machen, weil du weißt, dass du Mist gebaut hast. Wir werden jetzt die Polizei. Was für Mist gebaut, Alter? Was für Mist gebaut, Bruder? Zieht dir meine rüber, die sagen Mist gebaut, ja. Polizei rufen. Wir werden dich der Polizei übergeben, wir werden das da weitergeben. Hast du irgendwas, Messer oder sowas dabei? Gut. Du bist auch Dealer, wa? Hast du gesagt. Du hast doch die Polizei in meinen Wohnung. Du hast doch gesagt, du hast... Guck mal. Ismail, bitte, pass auf. Du, auch ihn nicht, du guckst es mich an, wir bleiben das jetzt alle, wir ringen das jetzt. Cool, wir sind alle geladen, ne? Du kannst dir das vorstellen, wir haben alle Familie. Du hast bestimmt auch Familie. Ich sag dir, ich könnte explodieren. Ich möchte noch irgendwer was sagen, ja, aber keine... Ich möchte was sagen. Komm mal mit, deine Sache. An dieser Stelle erzählt Ismail dem Mann, dass er sich nicht aufgeben soll und seine Probleme nicht ignorieren darf. Denn mit der Kraft der Freundschaft und dem Mut zur Besserung ist kein Ziel zu weit, kein Weg zu lang und auch keine Herausforderung zu groß. Ach, und... Weiß ich nicht, ob das stimmt, Bruder. Ich hoffe, der hat eine Ansage gemacht, ich hoffe es. Sei Ismail, egal wie wütend er auch ist, am Ende ist er immer bereit, den Menschen zu helfen. Er kann halt nicht raus aus seiner Haut. Weiß ich nicht. Haben dann natürlich die Polizei gerufen. Attila hat schnell die spontan gesammelten Beweise im Kofferraum seines Autos geschnitten, während die Streife anrückte. Am Ende kann ich nur wieder mal sagen, dass das ein echt ereignisreicher Tag war und wir alle erstmal eine Pause brauchten. Danke geht auch raus an die Kriminalpolizei, die sich dem Fall außerordentlich gründlich annimmt, nachdem die Streifenpolizisten vor Ort teilweise überfordert waren. Gut zu wissen, dass der Fall jetzt in guten Händen ist. Einfach Polizei und Nick Hein, Digga. Die haben einfach Kollab, Digga. Mittlerweile, die arbeiten zusammen. Schließlich kann ich sagen, es ist schön, wieder zurück zu sein. In unserer Abwesenheit waren wir aber nicht faul und haben ein paar echte Knallerfälle abgedreht. Geil. Also... Geht nicht zu weit weg, denn die nächste Folge steht bereits in den Startlöchern. In dem Sinne... Ist das eine Frau? Krass. Wir sehen uns. Okay, das war's mit dem Video. Krass, krass, krasse Folge. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Die waren echt zu lange weg. Eure Meinung gerne in die Kommentare, Leute. Wir haben uns hier auf Twitch im Chat auf jeden Fall sehr gut aufgeregt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.